Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Heute mit einem Forza Horizon 4 Video auf meinem Kanal. Und zwar, weil das Embargo für ein Fazit gefallen ist. Und ich natürlich jetzt nach 7 Stunden Livestream eigentlich ein bisschen was darüber erzählen sollte. Ja, mir fällt es auf jeden Fall ziemlich leicht. Also das Spiel an sich bringt natürlich wieder alles mit, was ein Forza Horizon mitbringen sollte. Natürlich wurde viel spekuliert, jeder wollte ein Setting haben. Tokio, ja, stand ja im Raum. Aber wir haben England bekommen. Und was jetzt richtig gut passt, das war jetzt nicht geplant, es fängt tatsächlich an zu regnen bei mir. Und das ist ja englisch typisch. Ich habe auch mal einen englisch typischen Wagen genommen, und zwar einen Aston Martin, den DB5 von 1964. Das ist einer aus dem James-Bond-Paket, was ihr ebenfalls zusätzlich bekommen könnt. Oder auch in einer der Editionen, ich glaube in der Ultimate Edition, ist er bereits enthalten. Also das komplette James-Bond-Paket. Und ja, ich wollte euch einfach nur mal von der Pracht der Grafik, weil ich das Ganze jetzt hier auf 4K 30 FPS spiele, allerdings natürlich das in 60 FPS aufnehme, damit es natürlich dementsprechend gut aussieht. Und ja, also ich will es genauso machen wie beim Forza Horizon 3 vor 2 Jahren, dass ich euch nicht davon erzähle, warum ihr das Spiel kaufen müsst, ja? Oder warum man das Spiel unbedingt besitzen muss. Denn ich denke, das Spiel kann sehr gut mit dieser Pracht von sich selbst reden. Und wichtig ist für mich, einfach nur euch einen kleinen Einblick zu geben, dass ihr euch das Ganze hier ein bisschen besser anschauen könnt. Wir werden auch gleich noch einen Wagenwechsel vornehmen, den einen oder anderen mit Sicherheit noch. Und dann werden wir hier mal noch ein bisschen härter zur Sache gehen. Also ich möchte euch, wie gesagt, auf keinen Fall überreden, ein Spiel zu kaufen, was der ein oder andere vielleicht gar nicht haben möchte. Ja, und von Inhalt mal ganz zu schweigen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er bereit ist, dafür Geld auszugeben oder auch nicht. Generell möchte ich nur euch, wie gesagt, hier zeigen, das ist die Grafik, das kann sie, und ja, so sieht es halt aus. So, ihr seht halt, ne, der Wetterwechsel ist auf jeden Fall drin. Dieses Mal ist es so in Forza Horizon 4, dass wir 4 Jahreszeiten abdecken. Ja, wir haben den Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und je nachdem wechselt auch die Straße. Also im Winter demnach natürlich dann Schnee auf der Straße. Und da kann ich euch schon mal einen kleinen Tipp geben. Da kann man mit dem hier ganz gut agieren auf der Schneestraße, egal welche Rennen ihr absolviert. Mit dem Fahrzeug, mit dem ihr dahin fahrt, mit der Klasse wird dann quasi das Rennen absolviert. Aber ich denke, da brauche ich euch nicht viel von zu erzählen. Das werdet ihr mit Sicherheit alles selbst dann... Ja, ich muss in die andere Richtung. Und das werdet ihr dann selbst alles natürlich mitbekommen. Aber ich werde jetzt einfach mal mit 1-2 Autos hier mal ein bisschen durch die Map pesen. Euch ein bisschen was zeigen, wie das Ganze so aussieht. Wie gesagt, für mich hier ganz typisch England, Regen, ne? Da hinten die Berge, die können auch befahren werden. Und also die Map an sich ist, ich glaube, genauso groß wie in 3. So wie ich es den einigen anderen Medienposts entnommen habe. Bin jetzt da nicht hundertprozentig sicher. Aber ihr könnt auf jeden Fall sicher sein, dass man wieder im Multiplayer mit Sicherheit Spaß haben wird. Auch bei uns wird das dann wieder sein. Also bei mir im Livestream werden wir wieder einige, ja, ich sag mal, Community-Rennen veranstalten. Wo wir dann uns einfach treffen, ein bisschen durch die Gegend ballern und das ein oder andere Rennen absolvieren. Oder auch die ein oder andere Herausforderung. Also wie zum Beispiel springe am weitesten oder tu dies, mach jenes. Ja. Da müssen wir mal schauen, was man da so quasi dann machen kann. Also generell, wie gesagt, an Fahrzeugen mangelt es in keinem Forza. Das war ja schon immer so. Und hier könnt ihr auf jeden Fall euch austoben. So, das dazu, das auf jeden Fall hier zu dem Ford. Ich werde jetzt gleich mal den Wagen nochmal wechseln. Dann nochmal ein bisschen was Schnelleres wählen. Wie ihr seht, gibt es natürlich auch wieder den Drohnenmodus. Der eignet sich natürlich für den ein oder anderen Scheunenfund. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch nur mal ganz kurz hier auch, ne, Wasser, wie gesagt. Das sieht schon, also wir brauchen nicht über die Schönheit des Spiels reden, denke ich mal. Das spricht schön für sich selbst. Was ich halt ziemlich nice finde, sind die Häuser. Die sind halt so richtig typisch englisch, ja, kleine Einfamilienhäuschen. Und also es ist wirklich die Umgebung wirklich perfekt getroffen, ja, mit den ganzen Feldern, die ganzen Straßen. Man hat, wie es der Zanyon schon so schön gesagt hatte, man hat das Gefühl, dass quasi wirklich keine Straße einfach gerade ist, ja, einfach nur Flachland oder so, sondern alles bergig und
das ist einfach echt genial. Und dann natürlich mit dem einen oder anderen Fahrzeug hier lang zu ballern, macht natürlich genauso viel Spaß. Und apropos Fahrzeug, wir werden jetzt mal wieder das Auto wechseln und dann geht's weiter. So, ich bin jetzt mal in den Lamborghini LP 610 gestiegen. Hat natürlich auch einen ziemlich geilen Sound. Was mir halt wichtig ist, ich möchte euch nicht von dem Kauf dieses Spiels überzeugen, sondern das Spiel soll für sich selbst sprechen. Ja, ihr müsst selbst entscheiden, ob ihr den Spaß haben wollt mit euren Freunden, ob ihr selbst den Spaß eingehen wollt oder selbst die Herausforderung annehmen wollt. Und ja, das Spiel an sich ist einfach, es ist, ja, ist halt ein typisches Forza Horizon. Ja, ihr könnt hier langballern, ihr könnt auch nur ja, sonntagsmäßig unterwegs sein, indem ihr hier locker so mit 50, 60 über die Landstraße fahrt. Alles möglich, bleibt alles euch überlassen und die gesamte Map zu erkunden, sag ich mal. Das müsst ihr alles selbst wissen, wie ihr das machen wollt. Tja, ich würde einfach nur sagen, mein Fazit zu dem Spiel, 7 Stunden Livestream habe ich gemacht. Das ein oder andere Rennen, was mir sehr gut gefallen hat, was diesmal drin ist, das gab es in 3 noch nicht. Das sind diese Stunt-Herausforderungen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber das hat mir sehr gut gefallen. Das hat eine sehr schöne Geschichte und das gefällt mir richtig gut. Was mir auch ebenfalls richtig gut gefällt, sind die Wetterwechsel. Also, dass man halt quasi Frühling, Sommer, Herbst und Winter hat. Die sollen wohl dann im wöchentlichen Rhythmus dann demnächst wechseln. Das Spiel, wie gesagt, kommt am 2. Oktober auf den Markt. Mit der Ultimate Edition ist es wohl möglich, schon ab kommenden Freitag zu spielen. Das bedeutet, der müsste ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Das müsste der 28. sein, genau. Das heißt also, ab 28. September können dann schon diejenigen, die eine Ultimate Edition haben, dann schon mal Gas geben. Ja, ansonsten bleibt mir einfach nur noch eins zu sagen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Video etwas gebracht. Wie gesagt, hier die Aufnahme 4K 60 FPS, damit ihr quasi auch euch das mal ganz nah ranzoomen könnt und mal schauen könnt, ob euch das so gefällt, wie ihr das haben wollt. Oder ob ihr halt ganz klar sagt, nee, da warte ich mal, irgendwann wird es im Sale sein oder so. Ich kann euch immer nur den Tipp geben, für einen 10er könnt ihr euch den Xbox Game Pass holen. Dann könnt ihr es euch da schon mal anzocken für 10 Euro und könnt dann sogar noch entscheiden, ja, das möchte ich gerne haben. Dann natürlich könnt ihr es vergünstigt über den Game Pass kaufen. Ich glaube, das sind dann 5%, also 5 oder 10%, wie ihr es günstiger kaufen könnt. Und ja, wie gesagt, da muss jeder für sich entscheiden, ob das was ist. Da möchte ich keinem reinreden, ja, du musst das Spiel kaufen, weil, sondern da möchte ich einfach nur sagen, entscheide selbst, ob du es kaufen möchtest oder nicht. Und ansonsten, tja, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat dem einen oder anderen gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Folg mir bei Twitch, bei Twitter, Instagram und natürlich auf meinem Discord-Server. Links dazu alle unten in der Videobeschreibung. Und tja, jetzt hoffe ich mal, dass das Rendern des Videos hier nicht so lange dauert. Weil 4K ist schon ein bisschen was. Und ja, dann bleibt mir nur eins zu sagen. Ich bin raus, euer Hans. Cheers. Jetzt geben wir mal richtig Gas hier, oder? Ich hoffe, da kommen nicht so viele Kurven. Oh, das geht schon. Ich glaube, die brauchen einen neuen Zaun. Keine Ahnung, wer das war. Zum Beispiel eignet sich es natürlich wieder für die Freundenschunde. Oh yeah, Alter. What the fuck?